Guten Abend zusammen. Soll ich näher kommen oder geht das so? Okay, also ich rede heute... Deutsch? Deutsch. Okay, also ich gebe heute einen kurzen Shiur über Kaschrut von Abaminim. 25 Minuten habe ich Zeit dafür, das ist ein bisschen sportlich. Aber ich probiere es trotzdem. Also man kann natürlich nicht auf alles eingehen. Und das zweite Problem ist, ich wollte eigentlich gewisse Sachen zeigen für die mit den Abaminim, aber die sind noch nicht ganz da. Sie sind fast da, aber noch nicht ganz da. Von daher gucken wir, wie weit wir kommen. Das ist bekannt, ganz klar, der Posuk, von dem wir alles über die Abaminim lernen, ist Ulakachtem Lachem Bayom Arishoin. Er sollte sich am ersten Tag nehmen. Priet Zadar, das ist der Esreik. Kapois Temorim, das sind die Lulavim. Ve Anav Eitz Avois sind die Hadassim. Ve Ave Nachal, das sind die Aravois. Das sind die Abataminim. Und von dort lernen wir, dass wir die nehmen sollen, wir lernen, dass sie uns gehören sollen, das müssen die am ersten Tag haben, zweiten Tag, ganz viele Sachen, die Gemorre daraus lernen. Uns interessiert aber jetzt mehr die tatsächliche Kaschrus von denen und worauf man achten muss. Also das Ziel von dieser Session ist es, morgen, wenn der Abaminim-Markt ist, eine gute Übersicht darüber zu haben, auf was schaue ich genau und was muss ich mir genau anschauen. Fangen wir an mit dem Lulav. Der Lulav hat ein paar Charakteristiken oder ein paar spezifische Bereiche, die bestimmte Namen haben. Der wichtigste Bereich ist, wenn man den Lulav umdreht und dort so eine dicke grüne Linie sieht, das ist das Rückgrat, auch genannt Shedra. Und die Shedra hat eine große Wichtigkeit, die entscheidet sehr viel darüber, wie koscher oder nicht koscher der Lulav am Ende wird. Dann gibt es oben, normalerweise bei dem Lulav sind an allen Seiten sind so Blätter dran, aber ganz oben, ja, und diese einzelnen Blätter kann man übrigens noch in zwei Teilen nehmen, ja. Das ist aber nicht der Fall bei den Blättern ganz oben. Das Blatt ganz oben, das hat einen bestimmten Namen, das heißt Tioimis, ja, das kommt so von Zwilling, weil es also ein Zwillingsblatt ist. Und das Tioimis ist das mittlerste Blatt. Und das hat besondere Wichtigkeit, das ist besonders wichtig bei der Kaschrus von Lulav. Im Grunde genommen entscheidet sich alles über diese Tioimis, ob es koscher ist oder nicht im Grunde genommen. Und dann gibt es noch einen weiteren Bereich, den manche wollen und andere nicht wollen. Und das ist, dass oben auf den Tioimis, also auf diesem obersten Blatt und generell auf der Spitze, manchmal wie so eine Art braune Haut drüber ist, wenn man so möchte. Ja? Und das nennt sich Keura. Und das ist diese Haut auf dieser Lulav-Spitze. Okay, jetzt eins nach dem anderen. Der Lulav, das bedeutet die Shedra, wir messen das bei der Shedra, muss eine Länge von 4 Tvachim haben. 4 Tvachim sind, je nachdem wie man das zählt, ja, ein Tefach, irgendwas zwischen 8 und 9 Zentimeter, sagen wir mal. Also kommt es rauf auf Länge der Shedra zwischen 32 und 36 Zentimeter Minimum. Größer kann natürlich sein, aber Minimum sind 4 Tvachim für den Lulav. Die Blätter, die am Lulav sind, müssen die Shedra bedecken. Also die müssen den Lulav bedecken, aber sie bedecken ja quasi nur die Shedra. Wenn die Shedra dann bedeckt ist auf beiden Seiten, dann ist es wunderbar. Wenn ein Teil davon fehlt, dann geht man schon rein in ein Machleukes. Das ist besser, deswegen nicht irgendwelche Blätter vom Lulav runterzureißen. Oder zumindest nicht, ja, weil jeder Lulav ist natürlich irgendwo abgeschnitten, zumindest nicht in dem Bereich von 4 Tvachim, die man als koscheren Bereich sozusagen zählen möchte. Das heißt also von der Spitze, damit meine ich nicht die Spitze von den Tioimis, sondern die Spitze von der Shedra nach unten, innerhalb von diesen 4 Tvachim soll man keine Blätter abreißen. Darunter, wenn man braucht, kann man vielleicht abreißen. Das ist über die Länge. Wenn die Blätter ein bisschen abstehen, ist das Bedievet okay? Ich habe heute sogar gelesen, dass der Tar sagt sogar, das ist der Chatrila. Aber am besten ist es natürlich, wenn die Blätter entlang der ganzen Shedra
entlanglaufen und nicht irgendwie abstehen. Wir haben alle diese Bilder im Sinn von den Mishnayos, wo die Blätter so sind und wie ein Besen und wie jenes und so weiter. Also am besten ist natürlich, und das ist hier immer der Fall, dass die Blätter von dem Lulav schön gerade auch nach oben gehen. Und auch die Shedra sollte möglichst gerade sein. Ja, das ist also eine von den Sachen, die wir uns beim Lulav ganz genau anschauen und überprüfen, ist, dass die Shedra ganz gerade ist. Das heißt also, diese dicke grüne Linie, viele Leute nehmen die Lulav dann wie so ein Gewehr und halten ihn so, um zu gucken, dass die Shedra wirklich schön gerade ist und nicht irgendwie verbogen ist. Theoretisch, wenn es ein bisschen verbogen ist oder nicht ganz gerade geht, ist es kein Problem. Aber es darf halt nicht, so sagt die Gemara zumindest, es darf nicht verbogen sein wie eine Sichel. Also es darf nicht die Shedra richtig so eine Kurve machen. Wenn das so sehr verbogen wäre, dann wäre das schon ein Psul im Lulav. Jetzt, also eine Sache, die wir jetzt gelernt haben, ist, dass die Shedra möglichst gerade sein muss. Die zweite Sache, auf die wir wirklich schauen müssen, weil das ein Psul in dem Lulav sein kann, da kann also den Lulav disqualifizieren, ist, wenn die Tioimis oben gespalten ist. Wie weit darf es gespalten sein? Es darf nur das Minimum gespalten sein. Theoretisch, Bediewet, ist der Lulav koscher, wenn weniger als der Majority, also weniger als der Hauptteil von der Tioimis gespalten ist. Man versteht natürlich hier das Risiko, ja, weil dieser Psul, das ist zwar nur ein Psul in den ersten Tagen, nicht an Chol HaMoed, aber wenn man oben schon einen kleinen Spalt hat und dann anfängt an Yom Tov die Lulav zu schütteln, kann sein, dass der Tioimis dann mehr aufgeht, was dazu führen kann, dass mehr als die Größe, also mehr als die Majority von den Tioimis gespalten wird, und dann hat man einen Psul. Deswegen bemüht man sich, ganz genau nachzuschauen, dass man oben die Spitze vom Lulav nimmt, man zieht so ein bisschen ganz, ganz vorsichtig die seitlichen Blätter, die noch aus der Shedra selber so entspringen, nimmt man so ein bisschen ganz vorsichtig zur Seite, bis man wirklich den Tioimis identifiziert hat. Also wirklich das Blatt, was ganz oben drauf wächst, und da schaut man sich genau die Spitze an. Und wenn die Spitze also dann nicht gespalten ist, dann, also so wie eine durchgezogene Spalt dran hat, dann ist es okay. Manchmal gibt es so zwei Arten, also Tioimis, die so zwei. Ja, da komme ich jetzt gleich zu. Das sage ich dir, ich zeige sogar ein Bild davon, genau. Aber erstmal, das ist sozusagen der grundsätzliche Spalt. Ja, also der Spalt, am besten gucken wir immer nach Lulavim, die gar keinen Spalt haben. Das ist nicht immer der Fall, da muss man ein bisschen suchen. Ja, und da kommen wir auch zu der Keura, also zu dieser braunen, Pflanzenbedeckung, die da drauf ist, manchmal. Manche wollen Lechatrila, dass es ein Keura drauf hat. Weil wenn es ein Keura drauf hat, dann ist es mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit alles oben zu. Weil es eben so oben verwachsen ist. Ja? Auf der anderen Seite sagen andere, sie wollen dafür keine Keura oben haben, weil man nicht überprüfen kann, ob es gespalten ist oder nicht. Ja, also da scheiden sich die Geister so ein bisschen, und der andere Grund ist, weil man dann möglicherweise auch nicht so schön schütteln kann, je nachdem wie weit das also runter ist, kann sein, dass der ganze obere Teil bedeckt ist und dann kann man das nicht so gut schütteln. Und dann gibt es eben noch etwas, das heißt Himnik, das ist was die Gemorre in Lamed Beis bezeichnet, und das ist, wir können das jetzt hier nicht so gut sehen, aber ich kann das Foto mal durchreichen, nur gibt es mir nachher zurück, und hier seht ihr verschiedene Spaltungen. Hier seht ihr schwach die Nummerierung. All diese Spaltungen hier von 1 bis Nummer 7, ja, das ist, dass die Spitze, ich gebe es gleich durch, das ist, dass die Spitze so V-förmig wie so eine Gabel gespalten ist. Und das heißt eben Hinnik, und das ist ein Psul im Lulav. Da muss man also auch drauf schauen. Man kann sich also nicht darauf verlassen, dass es hier nur ein bisschen oben gespalten ist, ja kein Problem. Man muss auch schauen, welche Form diese Spaltung hat, weil wenn diese Spaltung so eine Form hat, wie so eine Gabel, so ein V, dann ist es ein Psul. Hier die letzten drei, also diese beiden sind sicherlich okay. Wenn wir das sehen, diese beiden hier sind sicherlich okay. Diese hier, da sieht man, dass die Spaltung etwas länger ist, aber hier oben ist es auch ein bisschen auseinander. Es gibt aber Situationen, wo man, wenn man die Lulav hinlegt, das wieder so zugeht. Und dann ist auch okay.
Das ist nur dann nicht okay, dass wenn man so liegen sozusagen hingelegt hat und die Spaltung immer noch offen ist. Der könnte sich das anschauen, könnte durchgehen und bitte wieder zurück. Gut. Ja, wenn die Spitze, also wenn der Thyoimis sozusagen fehlt, da oben, dann ist es sicherlich ein Psul im Lulav. Also wenn das oben abgebrochen ist, dann ist es ein Psul im Lulav. Und ebenso auch, wenn der Lulav komplett vertrocknet ist. Also man kann jetzt nicht einen Lulav nehmen von letztem Jahr. Das ist nicht möglich, auch sogar wenn er noch die richtige Form hätte, wenn er komplett vertrocknet ist. Und dann ist es nicht okay, wenn nur die Thyoimis ausgetrocknet ist, dann ist es Machleukes, Mishneh Berurah und Chazon Ish. Aber normalerweise kommen solche Situationen bei uns nicht vor, weil die Lulavim, die wir bekommen, das ist jetzt keine Werbung. Die sind alle frisch geschnitten und da gibt es keine Scheiles von verbrannt oder von sonst. Die Spitze von der Spitze. Erst der Rabbi. Also wenn die ganze Thyoimis vertrocknet ist, dann sicher. Alle Scheiles danach zu Rav Roberts. Okay, das ist sozusagen der Lulav. Machen wir weiter mit dem Esrog. Beim Esrog unterscheiden wir zwischen verschiedenen Bereichen. Ich habe jetzt kein Esrog, also zeige ich euch das Bild. Das Vokabular hier ist, das ist, was viele Leute, jetzt nicht die Leute, die hier sind, das sind alles Tamide Fachonim, aber viele Leute verwechseln das immer. Es gibt hier oben auf ganz oben drauf, wie so eine Art, es sieht auch wie so ein kleiner Pilz, das ist nicht der Piton. Alle denken, das ist der Piton, das ist nicht der Piton. Das nennt sich Shoshanta. Das daneben, was ich hier rot angemalt habe, der kleine Stiel oben drauf, das ist der Piton, das ist der Shoshanta. Shoshanta ist halachisch wie Holz. Das ist nicht der Piton, das ist nicht Teil von der Frucht sozusagen. Dann gibt es den oberen Teil, also da, wo sich das sozusagen verjüngt, das ist der Kräuten von dem Esrog. Und dann gibt es den Gufa-Esrog, das wird differenziert. Und dann gibt es den Eukez oder Ukaz, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Das ist dieser Holzteil, an dem tatsächlich der Esrog, glaube ich, auch wächst. Ja? Also an diesem Teil wächst er sozusagen, auf diese Art und Weise. Und das sind die Teile von dem Esrog. Jetzt, das Erste, was mal passieren kann, ist, dass ein Teil von dem abbricht. Natürlich, das, was am häufigsten abbricht, ist der obere Teil. Wenn der Shoshanta abgebrochen ist, ist es halachisch okay, ist koscher. Wir wissen aber alle, dass wenn der Pittum abbricht, dann ist es ein Problem. Ja? Also wenn der ganze Pittum abbricht oder abgefallen ist, oder wie mir das schon ein, zwei Mal passiert ist, man macht die Dose auf, man hat einen tollen Esrog gekauft, kommt nach Hause, macht die Dose auf und in der Zwischenzeit ist der Pittum abgebrochen, dann ist der Esrog Possel, nach vielen Meinungen sogar Possel an Chol HaMoed. Also das ist ein richtiger Psul im Esrog. Es gibt natürlich ganz viele Esrogim, die sind ohne Pittum gewachsen. Jetzt, wenn man sagt, die sind ohne Pittum gewachsen, das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Es bedeutet, die sind mit Pittum gewachsen, aber während sie noch am Baum waren, ist der Pittum schon abgefallen. Das sieht man dann daran, dass es da Vertiefung gibt an der Stelle, wo der Pittum früher gewesen ist. Das ist 100% koscher. Nicht nur das, dass es Lechatrila ist für viele, die sagen, also der Grund, warum es für viele Lechatrila ist, weil das Problem vermeidet von mir könnte der Pittum abbrechen. Andere sagen, nein, ich möchte die ganze Frucht mit Pittum, mit Shoshanta, man muss halt aufpassen, weil das ist sozusagen das Schöne. Und andere sagen, nee, wenn es kein Pittum hat, das heißt ohne gewachsen ist, in Anführungsstrichen, dann ist es kein Problem. Das zweite Problem, was wir bei einem Esrog haben können, sind Verfärbungen. Das Verfärbungen sind, also es können Punkte sein, oder es könnten Flecken sein, es könnten Verfärbungen sein. Weiße oder schwarze Verfärbungen sind halachisch ein Problem. Wenn die eine andere Farbe haben, wie zum Beispiel braun oder so Cremefarben, ja, und einfach nur so da drauf sitzen zum Beispiel, das nennt sich Blättlach und das ist okay. Das ist auch eine der häufigsten Fragen. Man sieht irgendwo etwas auf dem Esrog und denkt, ist das jetzt ein Problem? Ist das jetzt eine Verfärbung oder ist das einfach nur ein Blättlach sozusagen? Blättlach disqualifizieren den Esrog nicht. Nach Meinung von vielen ist es gar kein Problem. Andere sagen natürlich, ich möchte einen makellosen
Esrog haben und versuchen natürlich einen zu finden in der entsprechenden Preisklasse, wo es gar keine Blättlach gibt. Ja, ist unterschiedlich realistisch. Ja, wenn man aber echte schwarze Flecken hat oder schwarze Punkte hat und die sich auf dem Chäutern befinden, das heißt also auf diesem oberen Teil, dann ist es ein Psul in der Regel. Ja, weil es ist aus der Gemorre ist ein bisschen kompliziert, aber was herauskommt, meistens ist das sogar schon ein kleiner Teil oder sogar nur einzelne Punkte, ist ein Problem beim Chäutern. Bei dem Guffer-Esrog, bei dem unteren Teil, ist es eigentlich jein ein Problem. Das ist dann ein Problem, das berechnet sich interessant, wenn man zwei Flecken hat oder zwei Punkte hat und man die mit einer gedachten Linie verbindet, so rundherum sozusagen, ja, und diese Strecke, diese gedachte Verbindungslinie sein würde, wenn die der Hauptteil des Umfangs ist, dann ist auch das Possel. Aber wenn es nur relativ nah nebeneinander ist, ist normalerweise dann okay. Aber das gilt nur im unteren Teil. Ja? Man muss das immer aus der Armlänge halten. Also bei all diesen Sachen, bei den Entfernungen, das wollte ich noch sagen, bei all diesen Entfernungen sollte man das eigentlich so aus einer Armlänge halten und nicht so drangehen oder mit einem Vergrößerungsglas. Ich komme gleich zu dem Vergrößerungsglas, warum Leute, glaube ich, zumindest Vergrößerungsglas verwenden. Noch kurz, wenn man Flecken hat auf dem Shoshanta, also Flecken heißt Punkte, schwarze Punkte oder so, auf dem Shoshanta ist kein Problem. Auf dem Pittum ist so wie auf dem Chäutem. Ja, also der Chäutem geht sozusagen gedacht inklusive Pittum und dort ist ein Problem, definitiv ein Problem. Flecken auf dem Euketz unten oder da, wo das sozusagen, wenn man den Esrog von unten anschaut, gibt es wie so eine Eindöllung, da wo weil der Euketz sitzt da ein bisschen drin. Wenn da unten drin schwarze Punkte drin sind, ist auch kein Problem, weil diesen Teil sieht man nicht zu dem Zeitpunkt, wo man die Mitze macht, deswegen ist das kein Problem. Okay? Also Probleme halten wir fest, ist bei dem Chäutem, bei dem Pittem und im begrenzten Umfang in dem unteren Bereich. Und man muss also gucken, und das ist der Punkt, man muss es sich aus seiner Distanz von Armlänge anschauen. Ja, wenn man da nichts sieht, ist gut. Wenn man etwas sieht, dann kann man mit einem Vergrößerungsglas hingehen und schauen, welche Farbe es hat. Das ist nämlich, wofür normalerweise die Leute das Vergrößerungsglas eigentlich verwenden, ist entweder zu schauen, ob es dort eine Verfärbung gibt, die eine Farbe hat, die problematisch ist, oder um zu schauen, ob der Esrog krasser ist an einer Stelle, das heißt ein Loch hat, und dazu kommen wir jetzt. Okay, es dauert ein bisschen länger als erwartet, aber ist kein Problem, wir machen bald fertig. Okay, gut, also das ist über die Punkte. Der Esrog soll eigentlich gelb sein, er sollte eigentlich nicht grün sein. Wenn er grünlich ist, aber angefangen hat, gelb zu werden, dann ist das nach einigen auch okay. Aber wenn er so grün ist wie Gras, dann ist es eigentlich Possel. Ja, es muss schon eigentlich gelb sein, so ein Esrog. Ja? Und natürlich, wenn wir nach einem Mehadrin, Mena Mehadrin, Mufra Esrog suchen und anschauen wollen, dann gucken wir natürlich auf verschiedene andere Charakteristiken. Die Form soll schön sein, das heißt unten dicker und schmaler nach oben. Er darf nicht rund sein wie eine Zitrone. Ja? Dann wäre es auch wahrscheinlich ein Problem von Murkaf. Weil ein normaler Esrog ist normalerweise wächst so ein bisschen so tröpfenförmig. Idealerweise sollte der Pittum und der Euketz auf einer Linie sein. Ja, also kann das so von oben anschauen, dass die Symmetrie also auch so stimmt und so stimmt. Also von allen Seiten kann man das sozusagen anschauen und dann dementsprechend. Manche mögen die Esrog, die so einen Gartel haben. Manche Chassidim mögen das. Weiß nicht, ob das ein offizieller Hiddur ist oder ob das nur ein gedachter Hiddur ist. Aber auf jeden Fall gibt es auch das. Ja, tatsächlich. Ich habe heute gelesen sogar, dass irgendeiner von den Gedolim, um persönliche Schönheit geht, was man als schön empfindet, einer von den Gedolim hat seine Frau immer den Esrog aussuchen lassen. Ich fragte, welcher ist der schönste? Und sie hat dann ausgesucht. Noch letzte Sache zu dem Esrog. Der Esrog darf nicht Chasser sein. Es darf nicht ein Teil fehlen davon. Ein Teil fehlen kann entweder bedeuten, dass ein Loch drin ist, insbesondere ein tiefes Loch. Also wenn es einfach nur so eine Punktierung wäre, die ganz oberflächlich ist und nicht tief reingeht und da nichts fehlt,
das wäre eigentlich kein Psul, aber normalerweise ein richtiges Loch, ja, welches nicht zugewachsen ist, welches ja nicht durch Dorn oder so entstanden, sondern welches irgendwie nachhinein tiefer ist als nur die ganz, ganz oberste Schicht. Das ist schon ein Problem von Chasser. Ja, Chasser, dann fehlt ein Teil sozusagen und das wäre ein Psul. Oder auch wenn es einfach nur oberflächlich ist, aber da abgerieben ist, das wäre auch ein Problem. Also in so einem Fall, wenn man irgendwas sieht, was irgendwo so aussieht, als ob etwas fehlt vom Esszeug, muss man das auf jeden Fall richtig anschauen und überprüfen. Wie viel darf es fehlen? Ja, also manche sagen wie so eine Münze, aber das ist nur, wenn es sozusagen auf der Oberfläche ist. Wenn es so tiefer ist, dann jeder Teil, der fehlt, glaube ich, ist schon ein Problem. Ich meine, wenn du einen schwarzen Punkt hast, dann möchtest du diesen Punkt theoretisch ganz fein weg haben. Ist es dann, machst du es trotzdem, weil es ein Chosser ist? Ja. Ich bin nicht mal sicher, ob das so, also das muss man tatsächlich fragen, das weiß ich nicht. Aber es kann sein, dass wenn der Punkt schon so ist, dass das sozusagen nicht so eine Verfaulung ist, sondern dass das so gewachsen ist, dass das schon ein Psul im Esrog ist, dass man dann diesen Psul gar nicht so wegnehmen kann. Ja, und dann, die Alternative ist, dass man anfängt, da drin rumzustochern und dass man dann aus dem Psul von der Farbe ein Psul von Chasser macht. Und das ist Jotzes Chorob Efseidoi. Also bin ich sicher, ob man das dann geht. Wahrscheinlich besser dann einen anderen Esrog zu suchen. Wie unterscheidet man genau, also ob das ein richtiger Etrog ist oder eine Zitrone so gezüchtet wurde wie ein Etrog? Ja, also deswegen, aus dem Grund, weil du das jetzt fragst, aus dem Grund gibt man normalerweise Esrog nur mit Herrscher. Das garantiert erstens mal, dass keine Zitrone ist. Und zweitens mal garantiert es, dass es nicht Murkaf ist. Murkaf bedeutet, dass es gepfropft. Ja, weil das darf man nicht. Also deswegen muss man normalerweise, kauft man das Reugi mit Herrscher. Dann kann man sicher sein, dass alles okay ist. Aber man kann das jetzt nicht selbst unterscheiden. Also wenn es so eine runde Form hat, dann ist höchstwahrscheinlich kein Esrog. Man könnte es unterscheiden, indem man es aufschneidet und reinschaut, da kann man sehr schnell sehen, ob es eine Zitrone ist oder ein Esrog. Das Problem ist offensichtlich, ja. Was, Murka? Also gepfropft. Das heißt, es gibt so ein Prinzip in der Landwirtschaft, um bessere Erträge zu erzielen, kann man zum Beispiel einen Ast von einem Esrog auf einen Zitronenbaum oder auf einen Apfelbaum verpflanzen. Und das wächst dann da ab und schmarotzt sich sozusagen durch und wächst dann besser. Wie ist es? Ja, genau, das ist eine Veredelung und das wird ganz viel gemacht in der Landwirtschaft. Ja. Genau. Ja. Okay, ich habe eigentlich noch 2 Minuten. Ich mache noch 4 Minuten. 2 Minuten für Hadassin. 2 Minuten. Wir brauchen Hadassin, Punkt. Nein, wir brauchen Hadassin. Die Hadassim müssen 3 Tfachim Länge haben und die müssen so Meschulas sein, heißt das, glaube ich. Also das heißt, man guckt den so von außen an. Die Idee ist, dass an jeder Node, heißt das in der Botanik, das sind die Punkte, wo die Blätter rauskommen. Und die Blätter kommen raus mit so kleinen Ästen und die müssen dort immer 3 Blätter haben. Wenn es nur 2 hat, dann zählt das schon mal als Scheute. An der Stelle ist es dann nicht mehr Meschulas, sondern es muss an jeder Stelle 3 Blätter entspringen. Immer so 3 Blätter, 3 Blätter. Wenn man das auf Armlänge hält und so dreht, kann man das sofort sehen. Und man sieht, wenn an irgendeiner Stelle frei ist, dann sieht man, dass es dort nicht ist. Le Maisse, wenn der Hauptteil von dem Hadas meschulisch ist, dann ist es okay. Man kann das auch rechnen als zum Beispiel, dass die Majority von dem Bereich, den man koscher braucht, ja, also ein Hadas muss 3 Tfachim haben. Die Majority von 3 Tfachim sind je nachdem, wie man das messt, zwischen 12 und 15 Zentimeter. Das heißt, wenn in diesem Bereich von 12 bis 15 Zentimetern das meschulisch ist, dann ist auch okay. Ja, und wenn die Spitze fehlt, ist auch okay. Ja, viel mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, muss man ein andermal besprechen. Und als letztes über die Arovois, da will ich noch kurz ein paar Sachen drüber sagen. Man braucht logischerweise 2 Arovois. Auch die müssen 3 Tfachim Länge haben und die Arovois müssen, die Blätter müssen und die Stämme müssen bestimmte Merkmale aufweisen.
Ja, das heißt also, die Blätter müssen länglich sein, die dürfen nicht sehr stark gezackt sein, sondern müssen eher sanft gezackt sein. Und der Stamm muss entweder so bräunlich oder grün sein, nicht weiß. Ja? Und es müssen also sozusagen alle Bedingungen aufrechterhalten werden. Und das auch, wo viele einen Fehler machen. Es gibt etwas, das heißt Trauerweide, das sieht ähnlich aus. Das heißt, auf Lateinisch heißt das Salix Babylonica, könnt ihr euch anschauen. Und das eigentlich nicht koscher für Araweis. Das habe ich gelesen. Und es gibt noch was anderes, das heißt Salix Alba, das heißt Silberweide. Das sind die Blätter, die sehen eigentlich ganz gut aus, aber die sind dann, wenn man die umdreht, auf der anderen Seite so silbrig. Ja, die sollte man besser auch nicht verwenden, sondern man sollte tatsächlich die echten Araweis verwenden. Das wäre am besten. Bei den Araweis kann es auch noch leicht passieren, dass die vertrocknen. Das wissen wir. Wenn die komplett vertrocknet sind, dann ist es possible. Wenn es welk ist, also so ein bisschen gewellt, aber noch dran und noch nicht so komplett durchbricht oder so, dann ist es noch koscher. Aber wenn es komplett vertrocknet ist, dann ist es nicht mehr koscher. Und dann fallen normalerweise die Blätter auch ab. Und wenn die Blätter abfallen, das heißt also die Mehrheit von den Blättern abgefallen ist, dann ist die Araube nicht koscher. Deswegen muss man also aufpassen, auch wenn man die reinsteckt in diese Keuschgelach, dass man die ein bisschen zusammendrückt und es vorsichtig reintut, weil wenn man da so reindrückt und währenddessen eigentlich die Hälfte der Blätter dabei abreißt, dann ist das ganze Problem. Noch ein, zwei Worte dazu. Wenn die Spitze von den Araubois abbricht, im Gegensatz zu Hadassim, wenn die Spitze abbricht, ist es nicht koscher. Ja, das heißt, man muss also die Spitze von den Araubois schon anschauen. Jetzt gibt es etwas, das heißt Love Love. Love Love bedeutet, das sind Araweis, die verkauft werden, wo das oberste Blatt noch sichtbar ist. Dafür gibt es zwei Gründe. Einer Grund ist kabbalistische Gründe und der zweite Grund ist, dass wenn das oberste Blatt noch da ist und erhalten ist, ist das wie eine Garantie, dass die Spitze noch da ist. Und deswegen mögen das Leute. Deswegen kann man immer bei den Araweis schauen, erstens mal, sind die Blätter da? Ja. Ist es die richtige Art? Wunderbar. Ist das letzte Blatt oben noch komplett da? Wunderbar. Dann ist es höchstwahrscheinlich fertig, koscher. Und damit bin ich